Bethesda. Und id Software. Ja, wie sich in den Kommentaren unter meinem 100 Abonnenten-Special gewünscht, starten wir jetzt Doom 3, die BFG Edition. Ist für mich ein Blind-Let's Play, da ich zu meiner Schande ja gestehen muss, ich habe mich mit der Doom-Reihe bisher noch nicht so großartig beschäftigt. Und ja, wir schauen dann mal. Ich kann leider keine Untertitel einstellen, wenn ich das hier richtig gesehen habe. Von daher haben wir hier Taschenlampenschatten, muss ich auch noch genau gucken, was das überhaupt ausmacht. Aber ja, das sollte eigentlich soweit funktionieren. Controller brauchen wir keinen. Ist soweit eingestellt, hoffe ich. Und ja, wir starten dann mal eine neue Kampagne. Ja, hat schon vorhin mal einen kurzen Test gemacht. Und wir nehmen als Schwierigkeitsgrad Marine. Ja, ist übrigens auch das erste Spiel, wo ich jetzt mal den Magic Codec ausprobiere. Magic YUV. Wurde mir von Demon empfohlen und passenderweise halt gerade bei einem der Doom-Teile. Und ja, mal gucken, wie der sich so macht. Wir starten mal das Spiel. Viel Spaß mit dem Intro. Die Union Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Tja, da kam wohl die Dame, die das getippt hat, nicht so ganz nach. Transporter im Anflug erfasst. Mars-Anflugkontrolle, Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Verstanden, Tower. Wir haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tower, hier Darkstar im Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Dass es dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt. Aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. Ja, dann können wir jetzt mittlerweile mal unseren Charakter übernehmen. Und ja, bin eigentlich soweit ganz zufrieden. Das hier war, glaube ich, damals neu und ist mit dem Spiel eingeführt worden. Hier diese interaktiven Menüs. Hier können wir noch die Frachterliste uns ein bisschen anschauen. Oder beziehungsweise die interaktiven Bildschirme. Und sobald wir hier rausgehen, sind wir auch wieder im Zielmodus mit drin. Das Spiel ist von 2004, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Alle Neuankömmlinge müssen sich am Empfang melden. Okay, wir können mit ihm reden. Wenn du noch jemanden suchst, der dir hilft, dann geh einfach zum Empfang. Ich muss das Frachtprotokoll bearbeiten. Ich kann jetzt nicht reden. Oh, schade. Den können wir auch ein bisschen. Mars City, der wichtigsten Forschungsstätte von Union Aerospace. Gehen Sie für eine schnelle Abfertigung direkt zum Empfang. Mhm. Ich muss hier raus. Ich fliehe von diesem Felsen. Das sollten Sie auch. Ich glaube, der ist. Wenn Sie hier bleiben, passen Sie auf. Auch etwas, naja. Neben der Spur haben wir unten noch irgendwas.
Viele Gegenstände wie Behälter und Kisten können bewegt werden. Gehen oder rennen in sie hinein. Hui. Und, können wir dich da runter treten? Hochheben können wir es nicht. Na komm, räumen wir hier mal ein bisschen auf und tschüss. Bestimmt eh nichts Wichtiges drin. Okay, ja, also wie gesagt, das Spiel ist von 2004, soweit ich weiß. Und gut, die BFG Edition ist jetzt ein bisschen später rausgekommen. Wurde das Ganze halt nochmal ein bisschen aufgehübscht. Und soweit ich weiß, ist die auch ungeschnitten. Zumindest was die meine Informationsquellen in Anführungsstrichen da sagen. Ja, derzeit. Mhm. Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Das dauert noch eine Sekunde. Nehmen wir das. Okay, ich fange dann mal an. Du musst still halten. Wenn du dich bewegst, dauert der Test nur länger. Ich halte doch ziemlich still. Gut, der Bioscan sieht gut aus. Freigabe erteilt. Okay. Hallöchen. Na? Diese Anlage dient als Knotenpunkt für alle wissenschaftlichen Forschungen, archäologischen Studien und militärischen Operationen. Erstes Ziel der wird hier auch ziemlich durcheinander gequatscht gerade. Ergehen aller Mitarbeiter und Gäste. Darum bitten wir, alle Unternehmensvorschriften der UAC zu jeder Zeit einzuhalten. Dazu gehört, sich nur in den freigegebenen Bereichen zu bewegen, stets wachsam zu bleiben und auf sich und andere Acht zu geben. Wer etwas Ungewöhnliches bemerkt oder einfach nur eine Frage hat, kann sich an den nächstgelegenen UAC-Sicherheitsposten wenden. Sie sind hier, um zu helfen, egal um welches Problem es sich handelt. Unsere Station auf dem Mars bietet eine perfekte Mischung aus Arbeitsumfeld, Freizeitanlagen und sozialen Betreuungseinrichtungen für ein echtes Zuhause in der Fremde. Denken Sie daran, wenn Sie uns bei unseren bahnbrechenden Forschungen unterstützen, die das Leben jedes Einzelnen hier und im ganzen Sonnensystem verändert werden. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an Ihren Personalleiter. Wenn Sie ein Gast sind, können Sie alle Anliegen Ihrer UAC-Verbindungsperson vortragen. Vielen Dank und einen angenehmen Tag. Na gut. Ankunftszeiten, wer ist in wie, wo angekommen? Aha. Aufhängen, bla bla. Gut, ich kann halt auch leider am Sound nichts ändern. Also ich kann da nur lauter und leiser stellen. Die einzelnen Tonspuren, also Musik und Sprache und so, kann ich leider nicht ändern. Von daher hoffe ich mal, dass es einigermaßen geht und ich dann halt entsprechend... Du kannst viele Türen mit deinem PDA oder einer ACO-Schlüsselkarte öffnen. Was haben wir hier? November steht auf dem Mars ganz im Zeichen der Sicherheit. Das ist doch schön. Geht nicht. Aber wir haben ja noch keinen PDA. Okay, dann gehen wir doch mal den einzig möglichen Weg hier weiter. Willkommen auf dem Mars. Erstes Mal? Lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist dein Personal Data Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine-Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Okay, jetzt haben wir hier unseren PDA. Name, Peacemaker 666. Genau, das passt soweit. ID-Nummer. Schön, dass er das automatisch von Steam übernommen hat. Rang Marine Sicherheit, Sicherheitsabfrage Marine Hauptquartier. Und wir befinden uns direkt, oder im Moment, in Mars City beim Empfang. Erfülle deine Pflichten auf militärische Art. Okay, schön. Okay, jetzt sollen wir mit Sergeant Kelly im Marine Commando HQ sprechen. Dann können wir hier oben noch auf E-Mails zugreifen.
Die werde ich einfach mal hier durchlaufen lassen. Wer will oder wer es durchlesen will, kann sich dann ja mal oder kann dann kurz auf Pause drücken. Und ja, vielleicht mal kurz überfliegen. Und wir haben ja noch eine Kommandoeinweisung, die schaue ich auch mal gerade an. Ja? Willkommen auf dem Mars Marine. In dieser Einweisung erhalten Sie Informationen über einige Standardprozeduren hier auf dem Marsposten. Zunächst die Befehlskette. Alle Rekruten unterstehen Master Sergeant Thomas Kelly. Sergeant Kelly teilt sie einem Sicherheitstrupp unter der Leitung eines Sicherheitschefs zu. Für Fragen zu ihren Aufgaben ist ihr Sicherheitschef zuständig. Bleiben Sie im Dienst in Ihrem Patrouillengebiet. Bei der Einteilung der PGs wurde auf überlappende Sicherheit und Effizienzmaximierung geachtet. Jeder muss die korrekte Autorisierung für seine Bereiche haben. Diskrepanzen sind im Sicherheitsinspektionsbericht zu vermerken. Die Sicherheit ist für alle Operationen auf dem Mars vorrangig. Handhaben Sie Feuerwaffen mit Vorsicht und schießen Sie nie in Bereichen, in denen Sie die strukturelle Integrität des Gebäudes gefährden könnten. Ihre Befolgung dieser Verfahren ist entscheidend für Ihren Erfolg auf dem Mars. Denken Sie daran, dass Sie die größte Kampftruppe in der Galaxie repräsentieren und Ihre Handlungen auf das gesamte Unternehmen zurückfallen. Passen Sie gut auf und viel Glück auf dem neuen Posten. Na, vielen Dank. Ja, ich weiß, ob ich mir die alle mal anschauen werde. Inventar haben wir. Juhu, Fäuste, geballte Fäuste, die am Armende angebracht werden. Gut zum Zuschlagen geeignet. Das ist schön. Gut, wir haben ein neues Ziel eingeblendet bekommen. Und können wir eine Cola-Dose mitnehmen? Nö. Hier können wir auch nicht rein. Sind aber auch schwer am Arbeiten, wie mir scheint. Mars City ist eine rauchfreie Einrichtung. Bitte rauchen Sie nur in den gekennzeichneten Bereichen. Danke für Ihr Verständnis. Brauche ich eh nicht. Hab dich noch nie gesehen. Bist wohl bei der neuen Abteilung, die nach uns sehen soll. Gibt es ein Problem? Ich mache hier nur meine Arbeit. Ich versuche die Systeme zu rekonfigurieren, kann gerade nicht. Na gut. Scheinen wohl alle nicht so gesprächig zu sein hier. Ich bin hier, weil es offenbar gravierende Probleme gibt. Ach wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt, ein Produkt. Keine Sorge. Sie bekommen Ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars? Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger, Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swarm, bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Warten Sie nur. Gehen wir. Das klingt verdächtig. Hier könnten wir zur Magnetbahn. Die sind jetzt wohl gerade alle gegangen, ja. Ja, haben wir hier noch irgendwas zum Anschauen? Hör mal, für diesen Bereich hast du noch keine Freigabe. Geh weiter. Oh, gut. Ich kann dir hier nicht helfen. Geh zum Marine Kommando, die helfen dir. Das ist schön. Tja, die Frage ist, wo ist denn das Marine Kommando? Hier noch irgendwas zu tun? Nö. Hallo. Hab dich noch nie hier gesehen. Du kommst wohl für einen der Jungs, die wir verloren haben. Lass den Ort hier nicht zu sehr an dich ran. Konzentriere dich auf deine Aufgabe, dann bist du im Nu wieder auf der Erde. Hier ist nicht so viel zu tun, aber bleib wachsam. Okay, ach, der kam gerade vom Klo. Könnten wir eigentlich auch mal? Es klang gerade wie irgendwie Stimmengeflüster. Auch wieder eine Cola. Sonst aber nix. Was macht der UAC? IPN News Network.
Pittsburgh, im Universum, jetzt. Die Union Aerospace Corporation bestritt heute Berichte von einer wachsenden militärischen Präsenz auf dem Mars. Ein Sprecher sagte, die erhöhte Aktivität erkläre sich durch einen taktischen Einsatz in entlegenen Planetensektoren. Die Behörden suchen weiter nach den Aktivisten, die am Montag durch eine Bombe in einer Biomech-Produktionseinrichtung hunderte von Biomech-Laboreinheiten zerstörten. Aus dem Weltraum meldet die Bergbaustation am Moon 9 Tote und 28 Verletzte bei dem mutmaßlichen Einsturz einer Erzgrube bei Routinearbeiten. Dies ist der 5. Unfall in Asteroidentagebaueinrichtungen in den vergangenen Monaten. Die Weltraumsonde Medridi hat nach offiziellen Angaben den ersten von 4 Antriebsschüben zur Kursänderung der Sonde erfolgreich ausgeführt. Der logische Kern der Sonde initiierte die Kursabweichung nach der gestrigen Entdeckung eines negativen Lichtobjekts außerhalb des Orbits von Sedna. Die Sonde soll nächste Woche nach weiteren Scans der fluktuierenden Anomalität ihre Kartierung des äußeren Systems fortsetzen. Es werden weiterhin schwache Signale von dem gescheiterten Europa-Orbiter empfangen, was als weiterer Beweis für Überlebende bei dem Unfall von Donnerstag gilt. Union Aerospace, Geldgeber des privat betriebenen Orbiters, gab an, es gebe keine Überlebenden und das Signal sei Teil des automatisierten Notsignals des NAVCOM-Systems. Kritiker des Großunternehmens sagen, das Europasignal stamme zweifellos von einem oder mehreren Überlebenden und die UAC bestreite dies wegen der hohen Kosten einer Rettungsoperation. Neues aus der Geschäftswelt. Das Mixom-Unternehmen hat Klage gegen seinen Konkurrenten Moxim eingereicht, da dieser mehrere Druckdichtungspatente verletze, die auf Planetenbasen verwendet würden. Anwälte von Moxim drohen mit einer Gegenklage, da Mixom angeblich minderwertige Teile herstelle, die auf Moxim-Entwürfen beruhten. Die Mehrheitsführer im Senat billigten heute einen Investitionsplan. Einfach mal hier schön Sticks. Das Logo gespiegelt und dann eine Konkurrenzfirma aufgemacht. Schön. Ja, hast du von Corporal Allen gehört? Tja, er ist wohl ausgeflippt. Ist die Woche nach Hause. Einen verloren, einen gewonnen. Ohne Scheiß. Wen sie jetzt wohl ins Bravo-Team versetzen? Ich hoffe nur, dass sie sich keinen von uns schnappen. Ich hasse Doppelschichten. Verstehe. Habt ihr noch was zu sagen? Noch ein Neuling. Willkommen auf dem schlimmsten Posten aller Zeiten. Komm wieder ein Trinken, wenn du Zeit hast. Ich hab jetzt gerade Zeit. Neuer Ersatz, was? Hör zu, Neuling, ich gebe dir einen guten Rat. Halte die Augen offen und konzentrier dich. Mach ich. Hier noch irgendwas? Ach. Super Turbo Turkey Puncher 3. Okay, hier können wir eine... Cool. Einen Truthahn kaputt hauen. Auch schön. Ja, doch. Passt. So, aber das ist gespeichert. Nicht, dass jemand unseren Highscore hier knackt. Schön, mit dir haben wir noch gar nicht geredet, Mr. Barkeeper. Ah, ein neues Gesicht. Immer nett, hier wen Neues zu sehen. Ich hoffe, dir gefällt's hier. Bestimmt. Sieht alles sehr steril aus. Das passt. Was haben wir hier? Ach, hier können wir den Dings... Einige interaktive Computer beeinflussen Geräte. So. Sieht doch gleich viel schöner aus. Unfälle? Der ist gut. Nennen die das jetzt so? Sag mal, was zur Hölle ist da drüben los? Weiß nicht, Mann. Ich repariere bloß die Transformatoren, wenn sie hochgehen. Mehr nicht. Schön. Aber was überlastet sie so? Verdammt, wie viel Energie brauchen die denn? Ich würde lieber nicht fragen. Als Travis anfing rumzuschnüffeln, wurde er ganz schnell versetzt. Hab ihn nicht mal gehen sehen. Tja, keiner hat ihn gehen sehen. Gerade war er noch da, dann war er weg. Der Glückspilz. Okay, habt ihr noch was zu sagen? Das Marine-Kommando ist gleich um die Ecke. Warum nervst du mich dort weh? Hör zu, ich würde ja gern reden, aber ich bin beschäftigt. Ja, du hast einen Kaffeebecher in der Hand. Ich würde das hier gern schnell reparieren. Was dagegen?
Sind das Brüder? Die heißen beide J. Kim. Okay. Ah ne, Aris Lang. Wenn du das hier hinkriegst, kannst du helfen. Wenn nicht, raus hier. Ja, doch. Nee. Ich glaube nicht. Hier noch irgendwas? Haben die irgendwie was zu sagen? Nö. Da kommen wir auch nicht rein. Was haben wir denn hier? Wenn du dich einer Interaktivierung... senkst automatisch deine Waffe. Gut, stehen aufregenden Posten. Bla bla. Laden wir mal runter. Können wir jetzt ja machen. Mittlerweile haben wir ja ein PDA. Achtung! Dr. Braddock, bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung 4 Alpha. Ja, wir gehen erstmal zum Marine-Kommando. Oh, da ist was kaputt. Sofort bei Sergeant Kelly melden. Er ist in der Kommandozentrale. Und wenn ich hier rüber gehe, sagt keiner was. Gut. Oh. Dem geht's scheinbar nicht so gut. Der sieht ein bisschen, ja, zerlegt aus. Ich kann jetzt nicht aufhören. Das muss fertig werden. Schade. Ja, alle schwer beschäftigt hier. Erinnert mich so ein bisschen an, an den Anfang von Half-Life hier. Also vom ersten Teil. Verlier keine Zeit mehr. Geh zum Sarge. Sherlock Holmes. Willkommen in der Einheit. Man sieht sich. Yep. Hier ist die Leitung des Delta-Wissenschaftsteams. Wir fordern ein weiteres Sicherheitsteam für Delta an. Ja, Sir. Danke. Hast du nicht ein paar Befehle zu befolgen? Ja, doch. Du? Ich will den Kleinen hier rekonfigurieren. Kann jetzt nicht reden. Naja, gut, dann mach du mal. Oha, hallo Geschütz. Ziel erfüllt. Das hat ja gedauert, Marine. Nun, es geht um Folgendes. Noch einer vom Wissenschaftsteam wird vermisst. Als ranghöchster Scheißneuling darfst du ihn suchen. Seh dich in der alten Kommunikationsanlage um. Angeblich wollte er dorthin. Der einzige Weg ist die Wartungspassage unterhalb von Mars City. Ich habe die Wache so programmiert, dass sie dich zum Wartungsaufzug führt. Der folgst du hoffentlich besser als den Befehlen bisher. Am Sicherheitskontrollpunkt unten am Aufzug findest du Ausrüstung. Und wenn du ihn findest, bring ihn einfach zurück. Rühr ihn nicht an. Los jetzt. Okidoki, wir müssen den Haupteingang finden und dem Viech hier hinterher. Aber erstmal... Ach, das ist hier die, wo wir vorhin... Also, das wäre der Raum, den wir in der im Intro gesehen haben. Hast du den Sarge nicht gehört? Du hast eine Mission. Los, Marine. Oh ja. Keine Zeit, Kumpel. Wir haben beide zu tun. Du hast eine etwas komische Stimme. Vielleicht starker Raucher. Spiel wird gespeichert. Das ist natürlich auch schön. Na, dann rennen wir dir mal hinterher. Achtung, UAC-Mitarbeiter. Möchten Sie mehr Credit sammeln? Ja. Melden Sie sich noch heute bei Ihrem Abteilungsleiter als Freiwilliger für das Delta-Labor. Weißt du, was Carter gesagt hat? Nein, was? Hat unten in Delta angeblich seltsame Wesen oder so gesehen. Waren angeblich nicht menschlich. Was? Dem Typen kannst du nichts glauben. Ich sag bloß, was er gesagt hat. Weiß nicht, ob's stimmt. Noch ein Grund, warum ich nichts hier raus will. Ja, ich weiß. Das Ding war schon etwas ungeduldig. Aber ich will ja hier keine Informationen verpassen. Was ich wahrscheinlich eh machen werde. Der UAC liegt die Lebensqualität ihrer Mitarbeiter am Herzen. Nutzen Sie unser hochwertiges medizinisches Angebot. Ja, ja. Oh, das, laden wir uns mal runter. Ja, Entschuldigung, dass ich hier gerade so ins Sichtfeld gelaufen bin. Ah, jetzt kommen wir hier auch rein. Juhu, wir haben den Haupteingang gefunden. Schön.
Okay, und wie es weitergeht, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, hoffe, das Projekt gefällt euch und ihr seid weiterhin mit dabei. Bis dann. Ciao, ciao.